Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich euch mal ein paar schöne, tolle Produkte für Gesichtspflege zeigen. Heute geht es um Firma Avon Kosmetik. Ich habe mir ein paar tolle Masken bestellt und es gibt ja Produkte, die ich schon mal benutzt habe und habe mir die nochmal nachbestellt. Und bevor das Video jetzt zu lange dauert, lege ich jetzt direkt mal los. Wenn das Video euch gefällt, ihr könnt mir gerne einen Daumen hinterlassen und einen netten Kommentar. Und ihr könnt auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren und wir legen jetzt direkt mal los. Und zwar, ich fange schon mal mit dem ersten Produkt, was ich mir nochmal nachbestellt habe. Das ist, glaube ich, das dritte Mal. Das ist eine Gesichtscreme. Das ist dieses hier. Ich gehe mal so ein bisschen nah, wie die Verpackung, damit ihr wenigstens die Verpackung seht. Es gibt ja zwei Produkte von denen, die ähneln sich wirklich beide. Also man kommt ein bisschen durcheinander. Aber das hier ist so eine Ölcreme. Der ist ganz gut. Ich hatte den schon mal auch, glaube ich, meine Avon-Video schon mal gezeigt. Ich mache das jetzt einfach auf. Werde ich eh benutzen. Der sieht so aus von innen. Ich hoffe, ihr erkennt das. Also da sind schöne, wie ihr gerade seht, so schöne Kugelchen. Das sind diese Perlen. Die spenden Feuchtigkeit für Gesicht und das riecht auch ganz schön und ich bin wirklich zufrieden mit dieser Creme. Die benutze ich auch gerne für meine Kunden, da ich ja auch ein Kosmetikcreme bin, also in meine Beauty-Salon sozusagen benutze ich den auch und alle Kunden sind wirklich zufrieden, sehr zufrieden damit und ich bin wirklich selber zufrieden mit dieser Creme. Deswegen habe ich mir den nachbestellt und es gibt ja noch andere Gesichtspflege von dem gleichen Produkt sozusagen. Den habe ich jetzt auch, aber den habe ich jetzt leider nicht hier direkt neben mir. Wir machen jetzt einfach weiter. Wie gesagt, das ist die Creme, also Gesichtspflege. Dann habe ich hier nochmal dieses schöne Rosenwasser. Das ist dieses hier, wie ihr gerade seht, ist ein bisschen, was das ein bisschen ist, eine Menge, aber ich wollte das alles auf einmal zeigen. Das ist so eine, auch so ein Gesichtswasser, kann man so ein bisschen auf den Watte und Gesicht nach dem Reinigen natürlich. Ich finde den auch ganz gut und ich bin wirklich zufrieden. Das ist einfach so ein Rosengesichtswasser. Und hier ist, ich gucke mal eben, wie viel Milli. Ich kann hier leider nicht erkennen. Auf jeden Fall, das ist jetzt, das sieht so aus. Natürlich gibt es auch andere Produkte, aber das sind hier meine Lieblingsprodukte. Dann machen wir jetzt einfach weiter. Ich habe mir jetzt Gesichtsmasken bestellt. Welche habe ich schon mal benutzt und welche habe ich nochmal nachbestellt. Aber jetzt habe ich mir hier diese Gesichtsmaske bestellt. Das ist dieses hier. Das ist so eine kleine Tube sozusagen. Aber bei Masken, Gesichtsmasken muss man eh nicht so viel nehmen. Daher ist es kein Problem. Hier ist einfach ein 50 ml. Und also das ist so eine Kollagenmaske, wie ihr gerade seht, und die wollte ich gerne noch mal ausprobieren und testen und deswegen habe ich mir die auch bestellt. Die Preise kann ich euch leider nicht sagen, weil ständig hat die Firma Avon Kosmetik Angebote und so weiter, deswegen ich würde am liebsten, also, und ich mache das auch jetzt, ich würde keine Preise sagen. Wer gerne was fragen möchte, kann mir gerne schreiben, da ich auch Beraterin bei der Firma bin und bin wirklich zufrieden und benutze auch die Produkte seit fast 20 Jahren, deswegen, also wer Fragen hat, kann mir gerne auf Insta schreiben oder einfach auf meinen YouTube-Kanal. Dann habe ich, oder wir machen erstmal mit denen hier, ich habe mir noch von diesem Rosen Produkt, also auch Rosen, das ist so eine Gesichtsmaske, die habe ich mir jetzt auch, ich mache das einfach so, nicht alles auf einmal, ich gehe so ein bisschen nah, dann könnt ihr das auch besser erkennen, das ist so eine Gesichtsmaske auch, die habe ich mir jetzt auch noch mal bestellt. Also ich kenne die nicht, deswegen wollte ich die noch mal austesten, probieren. Hier steht auch 75 ml. Und hier steht auch Sheerbutter und Rosenwasser. Also das hört sich gut an und das sieht auch gut aus. Und die Produkte kenne ich auch. Deswegen wollte ich die Maske auch schon mal austesten. Dann habe ich hier noch mal so eine Reinigungsgel, war das? Ja, das ist so ein erfrischendes Reinigungsgel. Für alle Hauttypen täglich zum Anwenden. Also das ist dieses hier. Ich gehe so ein bisschen nah, dann könnt ihr das besser sehen. Ist eine große Menge, das sind die 150 ml und ich benutze auch andere Produkte von dem. Für mich persönlich und für meine Kunden und deswegen bin ich sehr zufrieden damit und deswegen gab es jetzt, aus diesem Grund habe ich mir jetzt diesen Reinigungsgel bestellt. Der ist jetzt nicht lange drin.
Und den wollte ich euch gerne mal zeigen. Ich gehe so ein bisschen nah, weil es gibt ja so viele Produkte bei der Firma. Und deswegen. Wir machen jetzt einfach weiter. Ich habe hier nochmal so eine Gesichtsmaske. Ich gucke mal eben, ob ich das hier erkennen kann. Das ist, ich muss einfach die deutsche Sprache hier finden. Auf jeden Fall, ich guck mal, das ist, ich zeige euch mal einfach so eine Tuchmaske. Die ist so, also ihr seht ja schon, Aloe Vera. Und so sieht das aus. Und die muss man, glaube ich, auch so um 15 Minuten. Ich kann das hier nicht sehen. Also hier steht auch auf Arabisch drauf. Aber so gut kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich muss mal eben lesen, wie man die anwenden kann. Aber auf jeden Fall, ich denke mal, 10 bis 15 Minuten einfach so eine Tuchmaske ist das. Ich mache jetzt einfach weiter. Ich habe mir nochmal diese Maske bestellt, die für 15 Minuten, das ist auch so eine Tuchmaske, die hat schon mal benutzt und ich weiß, wie gut die ist. Die gibt auch richtig schön Feuchtigkeit fürs Gesicht und hier steht auch Booster Tuchmaske. Die Inhaltsstoffe dieser Tuchmaske fördern das jugendliche Erscheinungsbild. Also deswegen, ich finde die ganz gut und deswegen habe ich die mir nochmal nachbestellt und es gibt auch andere Sorten und unterschiedlichen Masken, aber die habe ich mir jetzt nochmal nachbestellt und die muss man auch 15 Minuten, steht auch unten drauf, auf dem Gesicht einfach, sauberen Gesicht drauf tun und nach 15 Minuten einfach den Tuch rausnehmen und Gesicht schön massieren. Ich habe hier nochmal auch so eine Tuchmaske. Das ist dieses hier mit Grapefruit-Extrakt. Auch 15 Minuten, auch so eine Tuchmaske. Also ich liebe Tuchmasken, deswegen bestelle ich die immer gerne. Und die muss man auch hier, ich gehe mal so ein bisschen nah, einfach auf dem Gesicht. Und 15 Minuten Einwegzeit und dann wieder abmachen. Dann, hier ist noch eins, auch die gleiche, aber nur eine andere ist das jetzt hier. Hydration, das ist so eine Maske. Ich gucke mal eben, ob ich euch was hier lesen kann. Hydronbooster, Tuchmaske für Feuchtigkeitsspende, Formel, schenkt die Haut Feuchtigkeit und sorgt für ein zartes und pralles Erscheinungs für empfindliche Haut. Und ich habe ja auch empfindliche Haut, deswegen muss ich immer ein bisschen vorsichtiger mit meinen Masken. Und das ist auch so eine Tuchmaske, ich gehe auch so ein bisschen nah. Und auch 15 Minuten, das sieht man auch hier unten. Und jetzt bin ich wirklich zufrieden mit meiner ganzen Masken. Hier habe ich noch eine Tuchmaske. Das ist so eine Tuchmaske mit Arganöl. Hört sich auch gut an. Ich gehe mal so ein bisschen zurück, dann könnt ihr das besser erkennen. Von denen gibt es auch verschiedene Pflegeprodukte, aber den hier wollte ich jetzt einfach diese Tuchmaske probieren. Und deswegen habe ich den auch jetzt bestellt. Ich gucke mal eben, der muss, glaube ich, auch so lange Tuchmaske-Anwendung. Halte Hände, also für Stirn okay. Beide, ich muss mal eben gucken. Auch 15 Minuten. Ah, das steht ja schon hier. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Hier steht das. Hier so ein bisschen da. Also einfach auch so eine Tuchmaske, nur was mich angesprochen hat, dieses Arganöl. Ich finde es ganz gut. Deswegen soll es auch gut sein. Ich bin mir sicher, dass das auch eine gute Gesichtsmaske ist. Ich habe hier noch Honigmaske. Das sieht so aus. Ich gehe mal so ein bisschen. Ich habe noch nie so eine Honigmaske benutzt. Also auch so eine Tuchmaske. Und das ist, ich gehe mal so ein bisschen, auch 15 Minuten bestimmt wie die anderen. Und ich gucke mal eben, ob das hier drauf steht. Also hier steht, mit Honig hilft Hautmarke, Feuchtigkeit und Öl. Ohne Tropfen. Also das ist komisch. Da steht nichts drauf, aber ich denke mal auch 15 Minuten. Also 10 bis 15, circa 15 Minuten. Auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, wie die ganzen Masken, also welche kenne ich, wie gesagt, kenne ich ja schon und welche weiß ich noch nicht. Ich hatte noch andere Masken. Ist mir gerade aufgefallen, ich habe mir noch eine Bananenmaske bestellt, aber die habe ich jetzt nicht rausgeholt. Egal, die könnt ihr, wenn ihr gerne die sehen möchtet und davon
mehr Erfahrung haben wollt oder wissen wollt, dann vielleicht in dem nächsten Video bei Avon Produkte demnächst, dann ist das auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall war das war jetzt meine Bestellung. Ich freue mich auf meine Bestellung, auf meine Produkte. Ich bin voll happy mit diesen Produkten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, ciao.